Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Fällt euch etwas in meinem Make-up auf vielleicht? Außer, dass meine Augenbrauen ein bisschen unterschiedlich aussehen. Wir werden uns heute in die Welt der Dupes begeben. Ihr kennt ja Dupes sicherlich. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was das ist. Wenn nicht, das sind einfach günstigere Alternativen zu teuren Produkten, die in vielen Punkten einfach ähnlich, gleich, identisch sind. Je nachdem, was es eben ist. Und genau darum soll es heute gehen. Ich verrate euch jetzt noch nicht, welche Seite welche ist, aber ihr könnt mal kurz das Video pausieren und in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Links oder rechts, welche Seite ist teurer, welche Seite ist günstiger, was denkt ihr? Nicht schummeln, Leute, und auch keine Spoiler in die Kommentare bitte, okay? Wir legen auch direkt los, aber ganz kurz bevor wir anfangen, dieses Video ist gesponsert von Larisée. Ich denke, vielen von euch wird Larisée schon ein Begriff sein. Das ist ein Shop, bei dem ihr Parfums kaufen könnt. Parfum. Meine Partnerin in mir sagt Parfum. Schreibt mir mal, was ihr sagt. Es gibt dort mehr als 200 Düfte und das Besondere daran ist, dass es da ganz viele Duftzwillinge gibt. Im Grunde sind das Dupes, also passt wunderbar zu diesem Video. Die ganzen Damendüfte sind auch Eau de Parfums, also das heißt, es sind nicht Eau de Toilettes, die dann eben super schnell verfliegen, sondern die halten auch wirklich richtig lange, deswegen benutze ich den auch echt gerne. Das Coole ist, wenn ihr nach einem bestimmten Duft sucht, könnt ihr einfach per WhatsApp nachfragen, was die denn empfehlen und die antworten euch dann auch super schnell und helfen gerne, gerne weiter. Das ist die Nummer, Moment, 064. Und ich bin unglaublich schlecht im Beschreiben von Düften, es tut mir so leid, aber das ist einfach so ein frischer, schöner, leichter Duft und ich liebe den über alles, weil der riecht nämlich für mich zumindest 1:1 wie das hier. Ich bin umgeben von Acqua di Gioia gefühlt. Das riecht halt einfach fast identisch. Was ist los hier? Ich habe den hier für Nico besorgt. Der liebt nämlich 1 Million. Und der hier riecht sehr ähnlich. Wir können den gerne mal fragen. Soll ich mal fragen? Er weiß noch gar nicht, dass er den bekommt. Nico? Hm. Magst du mal probieren? Das ist auch weich. Ja, ein weicher, frischer Duft. Ja, das riecht auf jeden Fall weich. Macht das Sinn? Ja. Erinnert es dich an irgendwas? Es riecht stark nach 1 Million. Mhm. Ist 1 Million Dupe? Mhm. Geil. Nimmst du ihn? Ja, nimmst du diesen Dupe an? Warte, wo ist er denn? Nimmst du diesen Dupe an? Ich nehme diesen Dupe an. Wenn du gerade schon da bist, ich habe hier einen mega Alien Dupe, finde ich. Ich finde, das ist sogar der überzeugendste auf diesem Tisch. Hätte ich sofort erraten. Weil seine Schwester benutzt nämlich immer Alien. Die benutzt ausschließlich Alien. 1:1 Alien. Voll! Okay, Nico, du musst jetzt leider wieder gehen. Es tut mir leid. Aber du kannst gerne deins mitnehmen. Wo ist es denn? Ich wollte gerade sagen, ich nehme meine Rose wieder. Nimm es gerne mit. Mach ich. Danke für deine Assistenz. Jederzeit. Die haben auch mit der 490 zum Beispiel einen Duft kreiert, der ein Oud ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber das ist eine sehr besondere Art von Parfum. Wer also weniger so süße, blumige Düfte oder sonst irgendwas mag, sondern ein bisschen erdiger, was ich persönlich auch lieber mag, als eben so mega süße Düfte, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das ist auf jeden Fall eine Option zum Testen, würde ich euch auf jeden Fall mal ans Herz legen, das mal zu riechen, weil das riecht echt gut. Die Düfte sind auch alle vegan und tierversuchsfrei. Wenn euch das wichtig ist, dann ist das definitiv auch eine Anlaufstelle für euch. Deswegen werde ich euch einfach mal alle Links in die Infobox packen und ich habe auch einen Rabattcode für 20%, wenn ihr da eben bestellen wollt. Dann könnt ihr nochmal 20% sparen, was sowieso schon viel günstiger ist als sonst. Und dann nochmal 20% drauf. Also ich würde mal sagen, schaut vorbei. Okay, auf jeden Fall habe ich schon viel zu viel drumherum gelabert. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt endlich mal an mit dem Make-up, was ihr schon die ganze Zeit begutachten konntet. Bevor wir anfangen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann es jetzt gerne tun. Die kleine Glocke aktivieren, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, euch in der Familie begrüßen zu dürfen. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Okay, Freunde, Schritt 1. Wir gehen mal zum ersten angeblichen Dupe. Und ich habe hier von Hourglass den Veil Mineral Primer. Das Ding ist so teuer. Kostet Full Size fast 60 Euro. Und ich habe jetzt nur die Travel Size, aber ich werde trotzdem immer nur die Full Size Produktpreise zählen. Und auch fast alle bei Douglas, weil das so das most accessible ist. Ich habe ein paar Sachen von Beauty Bay und von Purish, was auch immer. Irgendwie weiß ich gar nicht, warum ich immer Purish sage, obwohl eigentlich alle Purish sagen. Außer ausgerechnet ich als Amerikanerkind. Vielleicht muss ich mir das mal beibringen, Purish zu sagen. Ich glaube, irgendwann habe ich das irgendwo mal so gehört und dann habe ich es einfach so gelassen. Auf jeden Fall habe ich den noch nicht ausprobiert, aber das Internet sagt, dass dieser Primer fast identisch zu diesem hier ist. Passenderweise ist das NYX Angel Veil und das ist der Veil Primer von Hourglass. Man munkelt, ob es vielleicht passen könnte. Wir werden es herausfinden. Hourglass ist so eine Marke, die interessiert mich persönlich sehr. Ich finde die super spannend, sehr schön hochwertige Produkte auch. Und ich bin sehr gespannt, ob da jemals was rauskommt. Ich glaube, das ist sogar mein erstes Hourglass-Produkt, kann das sein? Ich schleiche da immer so drum rum, aber ich hatte, glaube ich, noch nie eins. Da ist aber
angenehm. Aber ich merke schon von der Textur her, würden, glaube ich, meine trockenen Hautstellen das nicht so geil finden. Okay, wir nehmen jetzt mal NYX Angel Veil. Der ist auf jeden Fall ein bisschen dicker. Der hier ist ein bisschen mehr sticky und der ist eher so ganz glatt. Der hat so eine ganz glatte Haut gemacht. Kommen wir doch direkt mal zur Foundation. Und ich habe das Gefühl, ich habe die ein bisschen zu hell bestellt, aber wir reden gleich drüber, okay. Ich habe auf der teuren Seite Estee Lauder Double Wear. Das ist so eine Klassiker-Foundation, würde ich sagen. Also gefühlt jeder, der die probiert hat, mag sie. Ich bin einfach nicht so der Fan von diesem mega Masken Full Coverage. Deswegen musste ich da erstmal ein bisschen lernen, mit umzugehen. Aber ich finde die eigentlich auch echt ganz nice. Bin gespannt, wie die mit dem Primer funktioniert jetzt. Es ist so schwierig, nur eine Hälfte zu machen. Ich muss mich voll zusammenreißen. Wir sind hier regulär bei 45,99. Jetzt gerade 27,89 bei Douglas. Aber normalerweise 45,99. Und die hier kostet sage und schreibe 8,95 €. Also wenn die wirklich ein Dupe sein sollte, dann holla die Waldfee. Ist auf jeden Fall cruelty-free, was die Estee Lauder Double Wear nicht von sich behaupten kann. Muss wieder 20 Jahre pumpen. Oh, doch nicht so lang. Okay, doch, das könnte hinhauen. Wir gucken mal. Ich glaube, sie ist ein bisschen heller als die andere. Aber das kriegen wir hin, oder? Sie ist auf jeden Fall auch dickflüssig. Sie ist, muss ich sagen, ein bisschen schwerer gefühlt, obwohl die Double Wear ja echt eine schwere Foundation ist. Ich muss allerdings auch sagen, vom Finish her und von wie sie auf der Haut aussehen, nehmen die sich gar nichts. Die sehen absolut identisch aus gerade. Und die beiden Primer verhalten sich momentan auch eigentlich identisch. Das heißt, wir sind schon mal, haben schon mal einen guten Start bisher. Okay, kommen wir zu einem kleinen Fail des Tages und es tut mir jetzt schon voll leid. Aber ich habe nämlich den Revolution Conceal and Define Concealer gekauft. Ich hatte einen davon noch, aber ich habe jetzt eine hellere Version gekauft, weil der ein bisschen zu dunkel ist. Das ist ein klarer Dupe angeblich zu Shape Tape. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal gegeneinander getestet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber mir ist nicht eingefallen, dass ich Shape Tape gar nicht mehr habe und es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Fail Nummer 1 des Tages ist auf jeden Fall am Start. Ich habe hier den Born This Way Concealer, der sehr, sehr ähnlich ist von Too Faced. Deswegen nehmen wir jetzt den. Tarte Shape Tape kostet eigentlich, Moment, 26,95 €. Der hier wird auf einer ähnlichen Skala sein. Vielleicht nehme ich jetzt einfach den hier zum Preis. Es tut mir so leid. Ich war mir so sicher, dass ich Shape Tape habe. Ich war mir so sicher. Der Revolution Concealer auf jeden Fall liegt bei 4,95 €, also deutlich drunter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die sehen sich extrem ähnlich, die zwei gerade. Maybe I did a thing. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen von der dunkleren Farbe, damit wir die auch ein bisschen matchen können. Okay, ich habe viel mehr auf der einen Seite. Das war zu viel. Ich gehe jetzt erstmal in die Revolution-Seite, glaube ich. Okay, wow. Ich habe den schon so lange nicht mehr benutzt, weil die Farbe einfach nicht gepasst hat. Aber Deckkraft ist da, würde ich sagen. Okay, und jetzt mal die Too Faced-Seite. Okay, von dem braucht man auf jeden Fall weniger. Scheiße. Ah, das war viel. Leute, das war viel. Wow. Ich habe erwartet, dass er dunkler rauskommt, wenn ich ihn ausblende, aber da ich da eh zu viel habe, mache ich mal auf die andere Seite noch von dem anderen. Die sind sich wirklich sehr ähnlich. Ich kann aber auch sagen, dass der Revolution Concealer definitiv dünnflüssiger ist als der Shape Tape auch und auch als der Too Faced Born This Way Concealer. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich finde den deutlich schöner und deutlich angenehmer als den von Too Faced. Der ist einfach schwerer und macht mir viel mehr kleine Fältchen. Ich kann es euch gleich mal nah zeigen. Das hier ist Born This Way und das hier ist der von Revolution. Wisst ihr was? Wir bleiben auch mal so rangezoomt. Das passt doch eigentlich ganz gut. Wir kommen nämlich sogar schon fast zu den Augenbrauen, aber wir brauchen noch Puder. Elf Cosmetics ist echt so eine Marke, die mich ein bisschen fasziniert, weil die so günstig sind. Vor allem in Amerika zum Beispiel sind sie noch viel günstiger. Wir haben hier von Elf Cosmetics, ich weiß nicht, wie es heißt, das Puder, weil da steht nichts drauf, der, die, das Puder. Kostenpunkt 8,99 € und das soll ein klarer Dupe zu diesem hier sein. Laura Mercier Translucent Setting Powder. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile Puder gefunden, die mir besser gefallen, aber ich benutze es immer noch gerne. Ich sehe halt einfach so 20 Jahre älter aus gerade. Okay, und auf die andere Seite packen wir jetzt Elf Cosmetics. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kaum Puder, was für mich einen großen Unterschied macht, aber das hier, das sieht ja richtig gut aus. Moment. Das ist super fein. Das ist feiner als das von Laura Mercier. Also der Vergleich hier nebeneinander ist ein deutlicher Unterschied. Liegt sicherlich auch etwas am Concealer, aber ich bin gerade echt überrascht. Es ist schwer, euch das zu zeigen. Moment, ich drehe mal wieder das Licht ein bisschen runter. Hier habe ich deutlich mehr Falten, die sich bilden. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Auf der anderen Seite deutlich weniger. Die Deckkraft ist hier drüben noch ein bisschen höher, aber ganz ehrlich, mir gefällt die Seite viel besser bisher. The tea.
Tee. Okay, Leute, auf das nächste freue ich mich sehr, denn wir kommen zu einem Produkt, was einen großen Hype hatte auch und immer noch benutzt wird, und zwar Soap Brows. Das kostet 12,90 Euro bei Purish. Ich versuche mich umzugewöhnen. Es sieht halt literally aus wie Seife und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der große Unterschied ist. Es wird sicherlich einen Unterschied geben, aber der Dupe dazu... Kernseife. Ich werde jetzt einfach Kernseife nehmen. Ich hätte gerne so eine genommen, aber ich habe keine gefunden. Deswegen nehme ich jetzt einfach Kernseife. 95 Cent, Leute. Ein guter Tipp übrigens. Ich finde persönlich, dass Kernseife sehr gut funktioniert, um Pinsel zu reinigen. Okay, ich werde jetzt erstmal die Kernseifenseite machen. Ich habe jetzt einfach so einen Spoolie genommen von einem Eyebrow Pencil. Und ich sprühe da jetzt mal drauf. Und dann machen wir literally einfach nur das hier. Nehmen so ein bisschen Seife auf. Oh mein Gott, das ist so witzig einfach. Okay. Und drauf damit. Also das hat jetzt einen leichten weißen Schleier hier, was sicherlich auch daran liegt, dass das literally weiße Seife ist, weil ich keine andere hatte. Soap Brows und ich sind auch nicht die größten Freunde. Ich mag es, aber nicht immer. Aber wir nehmen das jetzt mal. Mache ich genau gleich wie auf der anderen Seite. Also auf den ersten Blick ist die Seite fester und springt weniger wieder zurück wie die Soap Brows Seite. Kann nicht mehr, Leute. Das Problem ist jetzt, dass ich das nicht sofort gemacht habe, sondern nach meiner Foundation. Und jetzt löst sich die Foundation so ein bisschen ab. Intelligent. Leute, ganz im Ernst jetzt, ne? Die Seifenseite sitzt gefühlt bombenfest und die hier... nicht. Die ist viel angenehmer, aber die sitzt fester. Im Ernst, jetzt diese scheiß Kernseife hat einfach funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Soap Brows ist mittlerweile auch ein bisschen fester geworden. Es dauert ein bisschen länger. Das einzige Problem ist die Farbe, aber wir kommen jetzt einfach direkt dazu. Ich habe hier schon einen Augenbrauenstift in der Hand. Das wird zurückbiegen. Das ist Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Ein richtiger Klassiker. Kostenpunkt 28,99 Euro. Momentan 21,99 Euro, aber das gilt ja nicht. Und auf der günstigen Seite haben wir ein definitives Dupe. Das kann ich euch zu 1000% sagen. Und zwar der hier. Der NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil. Ich brauche hier vor allen Dingen auch was. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu viel heller ist als der von Anastasia. Mal gucken, wie gut man über Kernseife malen kann. Leute, das ist so fest. Ich lache einfach. Ich habe das schon mal versucht, mit Seife zu machen und das hat nicht so gut geklappt, aber es war keine Kernseife. Vielleicht ist Kernseife die Lösung. Das sieht so gut aus. What the hell? Okay, wir gehen mal zur teuren Seite. Anastasia, los geht's. Oh Gott, was habe ich getan? Oh nein, warum habe ich das getan? Ah, Panik! Ich verkacke die teure Seite halt einfach. Oh mein Gott, das löst sich da halt einfach auf wegen Soap Brows. Okay. I look crazy. Großer Vorteil hier, die Haarfarbe wurde nicht verändert. Die Farbe ist halt einfach viel rötlicher. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll gerade. Ich kann euch schon mal sagen, dass ich die Seite jetzt so viel mehr mag, liegt größtenteils an dem Stift. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen drüber gemalt, um zu gucken. Und tatsächlich ist der Stift halt einfach grandios. Ich liebe den. Okay, Leute, ich habe die größten Augenbrauen des Planeten anscheinend, weil das ist jetzt einfach so, wie es ist. Wir machen mal weiter. Ich habe auf der teuren Seite die Urban Decay Naked Heat Palette. Urban Decay Paletten, auch ein absoluter Klassiker. Kostenpunkt hier 53,95. Man kann sie jetzt gerade kaufen, glaube ich, für 47,99. 47,49 war es. Wir haben hier also einmal die Naked Heat Palette, die perfekt zu meinem Pulli passt. Und auf der anderen Seite habe ich eine Palette von Manhattan. Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Amazing Spice Edition. Aber die kostet circa 8,99 €. Und wenn ihr das mal anschaut, es sieht halt identisch aus. Das ist 1:1 kopiert davon. Also sorry, mir kann ja keiner erzählen, dass das hier nicht beabsichtigt kopiert ist, oder? Okay, ich fange jetzt einfach mal bei der teuren Seite an mit der Urban Decay Palette. Und ich gehe jetzt erstmal direkt in die hier. Das ist En Fuego. Und den packe ich jetzt hier außen hin und hier innen rein. Blend, 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 blend a little bit. Ich kann auch mit dem Pinsel nicht arbeiten. Das war ein Prototyp von meinen Pinseln und der hat mir nämlich nicht gefallen. Und dann haben wir den überarbeitet. Okay, wir lassen es jetzt mal so. Ich nehme jetzt meinen kleinen Color Switch von Catrice. Mach das hier, damit wir das Pigment erstmal aus dem Pinsel raus bekommen und dann gehe ich nämlich jetzt in die Manhattan Palette. Das Pigment sieht nämlich eigentlich sehr gut aus. Meine Eyeshadow Base, so ciao. Das habe ich nicht erwartet gerade. Oh mein Gott, die sieht halt einfach krass aus. What the hell? Okay, ich gehe jetzt zurück zu meiner Urban Decay Palette und zwar in Low Blow. Das ist dieser Ton hier. Den packe ich jetzt mal hier entlang und mit einem sauberen Blendepinsel leicht ausblenden. Und mit meinem kleinen Blendepinsel aus meinem Pinselset, Code Alicia10 für 10% Rabatt auf beachcosmetics.de. Influencer Life. Auf jeden Fall blende ich es damit aus, der ist ein bisschen präziser. Okay, Freunde, ich mache das Ganze jetzt wieder mit Color Switch. Bis nichts mehr drauf ist. Und dann gehe ich jetzt in die Farbe hier. Das ist sozusagen das Pendant zu der aus der Urban Decay Palette. Oh wow, das war viel mehr, als ich erwartet habe. Ah, die blenden halt auch noch voll schön. Ich kann es gerade nicht fassen.
Bisher sieht das, wenn ihr mich fragt, identisch aus. Schauen wir mal, ob die Schimmer irgendwas tun können. Welchen nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme jetzt Lumber. Ich nehme den hier. Das ist eine sehr hübsche Farbe. Okay, und bei Manhattan haben wir die hier, die ich noch nie probiert habe offensichtlich, weil die ist noch komplett neu. Okay, da strugglen wir jetzt ein bisschen, aber vielleicht wenn man den ansprühen würde, würde man auch auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Ich versuche ihn jetzt mal aufzubauen. Er ist lang nicht so schön reflektierend, wenn ihr das sehen könnt, weil es ist auch kein riesengroßer Unterschied ist, wenn man ihn schichtet. So, so geht's klar. Wenn ich schon dabei bin, nehme ich jetzt noch den hellsten Ton aus der Palette und setze den hier rein. Ja, okay. Ich wünschte, der wäre so ein bisschen wärmer. Das würde irgendwie besser passen. Und auf der anderen Seite nehme ich natürlich auch den hellsten Ton aus der Naked Palette. Beide nicht die reflektierendsten, aber ich muss sagen, dass an dieser Stelle der hier deutlich besser zur Palette passt, weil der hier hat nämlich so einen warmen Unterton. Aber ob das jetzt irgendwie 40 Euro wert ist oder nicht? Ich habe jetzt hier einen sehr interessanten Dupe, den ich per Zufall gefunden habe. Und zwar habe ich ja hier diese Nabla Glitter Paletten. Ich sag's euch immer wieder, ich liebe die Dinger. Und egal, was für ein Dupe da um die Ecke kommt, ich werde die immer lieben. Ich finde die allein schon von der Verpackung her so wunderschön und die sind so einfach anzuwenden und ich liebe die einfach so sehr. Grüße gehen raus an Purish. Und ich habe hier eine Palette gefunden, als ich die anderen Sachen gesucht habe. Und zwar von Pixi. Plastik überall. Warum denn? Das muss doch nicht sein. An dieser Stelle war das nicht nötig. Das ist das Pixi Glittery Eye Quad in Rose Bronze. Und ihr seht schon, die haben sehr viele Ähnlichkeiten. Was online aber noch komplett gleich aussah, sieht in Real Life schon mal ein bisschen anders aus. Denn die von Nabla sind ein bisschen unterschiedlicher, ein bisschen interessanter, weil die einfach größere und kleinere Partikel drin haben. Und die hier sind alle nur kleine Partikel. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein bisschen wie so diese Kinderschminkdinger sein wird, weil das so ein bisschen so aussieht. Die sind jetzt nicht komplett gleich. Ich glaube, ich werde es mit dem hier versuchen. Jetzt erstmal in das von Pixi. Wie fühlt es sich an? Okay, nee, das fühlt sich sehr gut an. Also nicht wie Kinderschminke. Das ist doch schön. Okay, packe ich mir mal drauf. Der ist viel dunkler, als ich gedacht habe. Upsi. Ich mache jetzt genau das gleiche mit der Farbe aus der Nabla Palette. Der ist deutlich rötlicher, sehe ich jetzt schon. Ich liebe halt einfach, dass die so unterschiedlich große Partikel drin haben. Das sieht so hübsch aus. Gut, der hier ist halt dunkler. Und ich habe viel zu viel aufgetragen. Von den Farben her tatsächlich weniger Dupe, als ich erwartet habe. Von der Verpackung her sehr ähnlich, obwohl die hier deutlich schöner ist, muss ich sagen. Ich mag dieses Grün einfach von Pixi nicht so gerne. Okay, Freunde, wir kommen zu was, worauf ich mich sehr freue, denn da liebe ich das Dupe persönlich sehr. Ich habe hier den Too Faced Better Than Love Liner. Da gibt es auch einen Better Than Sex Liner. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Der ist jetzt leider schon ein bisschen älter, deswegen funktioniert er nicht mehr ganz so gut. Ich habe jetzt den hier für die teure Seite und ich habe meinen allerliebsten Liner-Dupe auf der anderen Seite und zwar den NYX Epic Ink Liner. Den gibt es in verschiedenen Verpackungen, gibt es immer wieder irgendwelche Sonderversionen, was ich voll süß finde. Aber der Epic Ink Liner, ganz ehrlich, grandios. Ich liebe den. Die haben auf jeden Fall die exakt gleiche Spitze. Funktioniert schnell, einfach, easy. Ich liebe solche Eyeliner und auf der anderen Seite nehme ich jetzt einfach mal den von NYX. Wie gesagt, same, same. Über das Glitzer ist es echt schwierig, mit dem Liner drüber zu kommen. Weil es so klein ist. Ich so voll der Hater von diesem Glitzer gerade. Was ich sagen muss, er ist ein bisschen heller als jetzt zum Beispiel der hier. Der ist so richtig tiefschwarz. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in der Kamera einen Unterschied erkennen könnt. Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber der hier ist nochmal dunkler. Allerdings, so im Normalgebrauch fällt das nicht auf. Ihr werdet das nicht merken. Ich liebe diesen Eyeliner. Also wenn ihr eine günstigere Alternative wollt für solche Eyeliner, ich kann den nur jedem ans Herz legen. Ich liebe den. Kommen wir zu Mascara und da habe ich zwei sehr interessante hier. Einmal Better Than Sex von Too Faced, extra eine neue gekauft und die gebe ich an Laura weiter dann. Und die Lash Paradise Mascara von L'Oreal. Wir haben hier 22,99 gegen 11,99, also das könnte spannend werden. Schauen wir uns mal an. Wir denken dabei alle an Laura, hoffe ich doch zumindest. Ich habe halt einfach unten gar keinen Lidschatten gemacht, ne? Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ich kriege die gar nicht auf. Erster Eindruck, die von Too Faced ist bei mir ein bisschen intensiver. Mascara ist sowieso ein sehr individuelles Ding. Also bei jedem funktioniert gefühlt was anderes besser. Aber ganz davon abgesehen, dass die hier auch cruelty-free sind, was natürlich super ist. Schwer zu sagen. Die haben ein ähnliches Bürstchen. Nicht das gleiche, aber ein ähnliches Bürstchen. Ich finde die trotzdem einen Ticken besser, aber je nachdem, wie sie auch hält über den Tag verteilt, kann man sich jetzt drum streiten. Beim Bronzer bin ich tatsächlich sehr gespannt, denn ich habe hier den Hoola Bronzer von Benefit. Und ich habe erstmal gegoogelt, Dupe, Hoola, Benefit und es kamen 2 Millionen. Der mich tatsächlich am meisten interessiert hat, war der NYX Matte Bronzer. Den habe ich jetzt bei Beauty Bay bestellt. Ich
Bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. War wahrscheinlich nicht ähnlich. Vielleicht war das Hoola Light, vielleicht war das eine andere Farbe. I'm confused. BRB. So interessant ich den gerade finde, der ist viel, 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 viel rotstichiger als alle anderen Bronzer, die ich habe. Deswegen fällt er so ein bisschen raus gerade als Dupe. Ich habe es mal entschieden, nochmal in meine Sammlung zu gehen und ich habe tatsächlich einen Dupe gefunden, den ich oft auch als solchen benutze. Und zwar sind das die beiden hier. Und wie ihr sehen könnt, sind die sich schon extrem ähnlich. Das ist einmal Hoola Light. Da ist einfach so eine random Haarklammer dran. Warum? Und von Maybelline, der City Bronzer, in der Farbe Light Cool. Sehr interessante Farbe übrigens. Sehr, sehr cool. Literally. Ist natürlich nicht interessant für alle, die ein bisschen dunkler sind als ich, aber für mich persönlich. Ich mag Hoola Light extrem gerne. Ich meine, ihr seht's ja, dass ich ihn gerne mag. Der ist super weich, sehr angenehm. Ich mag ihn gerne. Okay, und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt Maybelline. Die sind halt einfach fast identisch, wie ich finde. Ich finde, den von Maybelline muss man noch ein bisschen mehr aufbauen, was aber bei Bronzer total geil ist eigentlich. Die sehen halt einfach fast identisch aus. Süß! Ich lieb's. Okay, Leute, bei Blush bin ich so gespannt, ob es stimmt, weil ich es so oft schon gehört habe und es noch nicht ausprobiert habe. Ich habe hier NARS Orgasm. Der Klassiker unter den Blushes, also es gibt keinen klassischeren als den hier. Kostenpunkt 31,95 €. Das war aber auch schon teurer, kann das sein. Super softer, goldener Schimmer dabei, schöne Farbe, so leicht rosa, aber einfach extrem teuer. Oh Mann, das sieht immer in der Kamera fleckig aus und hier sind einfach nur so ein paar dunklere Stellen und die sehen einfach aus, als wären es fleckig. Aber ich schwöre euch, ist es nicht fleckig. Ich hasse mein Gesicht manchmal. Anyway, ich habe hier von Milani Luminoso und das soll ein 1:1 Dupe sein. Und so auf den ersten Blick kommt zumindest sehr nah. Ist aber gefühlt orangener. Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade auf meiner tollen Hand erkennen könnt. Das hier ist NARS und das ist Luminoso. Okay, Leute, sehr schöne Farbe, aber für mich kein Dupe. Kein Dupe. Aber wirklich eine schöne Farbe, finde ich. Ja, es sieht definitiv orangener aus als hier. Ihr könnt es sehen. Ich habe jetzt richtig viel drauf geballert, damit man den Unterschied erkennen kann. Nicht wirklich ein Dupe. Ich verstehe nicht, warum das so hart gehypt wurde als Dupe. Da würde ich schon eher sagen, dass Sleek Rose Gold ein 1:1 Dupe ist und nicht das hier. Okay, weiter im Programm. Ich habe hier Benefit High Beam. Das habe ich in dieser Größe einfach gar nicht mehr gefunden. Gibt es das irgendwie nicht mehr? Ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal, es hat um die 27 € gekostet in der Full Size, in der normalen Größe, die es jetzt gibt. In 6 ml, glaube ich, kostet das 19,99 €. Und auf der anderen Seite haben wir NYX Born to Glow Liquid Illuminator in der Farbe Sunbeam, was angeblich ein 1:1 Dupe sein soll. Und es sieht halt einfach auch 1:1 identisch aus. Wow. Okay, der ist aber sehr schön. Vor allem on camera. Dude. Okay, Benefit, was kannst du denn? Ich habe den schon voll lange und irgendwie benutze ich ihn nie. Okay, wow. Der ist stärker. Habe ich jetzt so nicht erwartet. Aber von der Farbe her, spot on. Also die sind identisch von der Farbe her. Nur, dass High Beam nochmal intensiver ist. Man kann es aber aufbauen zur gleichen Intensität, würde ich sagen. Also High Beam, mega, mega schön. Oh Gott, oh nein. Bye. Bye, Beam. Ich glaube sogar beide würden unter Puder besser funktionieren, aber gut, das ist nicht so wichtig. Okay, bei den Lippen habe ich was Besonderes. Ich habe einen Farbdupe und keinen richtigen Dupe, sage ich mal. Aber es ist einfach so gut und ich weiß nicht, ob es P2 noch irgendwo im Laden regulär zu kaufen gibt. 12 Sekunden später. Die gibt es anscheinend jetzt bei Aldi zu kaufen, was ich gar nicht wusste, aber es gibt sie noch. Wir machen das jetzt mal. Ich habe hier Lime Crime, ein Liquid Lipstick und zwar die Farbe Red Velvet, was von Riverdale die Farbe ist. Die Farbe ist. Und ich habe einen 1:1 Farbdupe von P2. Und zwar in der Farbe Spread Knowledge 010, die Full Matte Lipstick Reihe. Ich zeige es euch einfach. Ich so ohne Lip Liner, ey. Ah! Okay, ich hab's versucht, okay? Wir gehen jetzt über zu dem Lippenstift. Tinder würde sagen, it's a match. Wie gleich ist das bitte? Der ist ganz leicht pinker. Ganz leicht. Aber selbst wenn ich das jetzt so auftrage, ihr würdet niemals erkennen, dass es 2 Lippenstifte sind. Niemals. Glaube ich nicht. Ich schwöre euch, für dieses Riverdale-Video habe ich Stunden damit verbracht, Lippenstifte zu swatchen in der Drogerie. Und ja. Hier sind wir. Ich glaube, es ist mir gelungen. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch was anderes. Und zwar gibt es ja von Iconic London dieses Spray hier. Das war in aller Munde. Und das ist einfach so ein mega Glitzerspray. Also man kann das hier mal so ein bisschen angucken. Das sieht schon extrem cool aus. Wow. 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 Und angeblich habe ich hier einen Dupe dazu.
Du hast was drin zum Mischen. Eine Kugel. Oh, eine Kugel. Und zwar von Revolution Glow Revolution Prime Set Glow Shake Well Before Use Illuminating Face and Body Spray. Ich muss aber jetzt sagen, auf den ersten Blick, das sind zwei unterschiedliche Farben. Ich kann die euch gerne mal im Vergleich zeigen. Weniger satisfying. Aber gut, wir probieren. Mache ich das jetzt am besten so? Uff, das war viel. Ich habe jetzt einfach Glow Freckles. Das war dumm, das war so dumm, ich könnte weinen. Ich probiere mal die andere Seite. Möchte ich nicht mehr. Okay, das hat besser funktioniert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Aber ich habe hier auch so ein paar Glow-Spritzer jetzt. Ich hasse sowas. Ich benutze diese Sprays halt einfach voll selten, genau deswegen. Sieht auf jeden Fall ähnlich auf der Haut aus. Es ist nicht wirklich großartig besonders. Ich muss gerade nochmal sprühen. Jesus, was mache ich eigentlich? Vielleicht vor dem Puder, damit es dann so durchscheint. Und damit man es besser in die Foundation einarbeiten kann. Aber so als Setting Spray, nee, eher nicht so. Okay, Freunde, und das hier ist der fertige Look. Ich finde, dass da so viele Produkte auf der günstigen Seite sogar besser abgeschnitten haben als auf der teuren. Zumindest sehr gleich, vor allen Dingen bei den Augenbrauen. Die Seite fällt echt auseinander, das ist echt katastrophal. Und die hier ist going strong, looking snatched, looking good. Diese Augenbraue nach 2 Stunden oder so. Not cute. Bei den Lippenstift ist so going strong. Foundation sieht super aus, vor allen Dingen auf der Seite lustigerweise. Ich finde das hier, mir gefällt auch der Primer, glaube ich, ein bisschen besser. Und die Augenbraue, hallo, die Augenbraue macht's. Ganz ehrlich, Leute, so sehr ich auch High-End-Kosmetik liebe und ich einfach solche Sachen auch gerne kaufe, weil die auch von den Verpackungen her meistens einfach richtig durchdacht und schön und ansprechend sind, ein bisschen hochwertiger sind als eben günstige Produkte, weil man muss ja irgendwo sparen, ist manchmal echt weniger mehr in diesem Fall. Es muss nicht immer das teuerste Produkt der Erde sein. Es gibt für alles Alternativen, die auch im günstigen Bereich funktionieren. Auch wenn ihr zum Beispiel YouTuber schaut und die benutzen irgendein teures Produkt, was ihr euch nicht leisten könnt, aber unbedingt haben wollt, schaut euch vielleicht mal um nach Dupes. Es gibt wirklich so viel da draußen, was in allen Preisklassen funktioniert. Und da gibt es keine Preisklasse, die immer besser oder immer schlechter ist. Gleichzeitig heißt es auch nicht, dass jede teure High-End-Marke komplett unnötig ist und einfach ihren Preis gar nicht rechtfertigen kann. Es gibt so viele Produkte, die auch im High-End-Bereich super sind. Und viele werden ja auch dann kopiert absichtlich. Das heißt, die Innovation, sage ich mal, die ganzen Ideen kamen von der High-End-Marke und wurden dann geklaut zum Beispiel. Kommt ja alles vor. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die auch da reinspielen. Also unterstützt einfach, was ihr möchtet und kauft einfach, was ihr könnt und ausgeben wollt, aber nicht darüber hinaus. Und seid nicht zu traurig, wenn euch irgendein Produkt unglaublich gut gefällt und ihr einfach denkt, ihr könnt es euch nicht leisten und ihr werdet jetzt super unglücklich damit sein, dass ihr das nicht haben könnt. Es gibt sicherlich Drogerie-Alternativen, die genauso gut sind. Und Freunde, kauft euch Kernseife, damit könnt ihr eure Augenbrauen machen und eure Pinsel waschen. 2 in 1, super. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Larise fürs Sponsoren von diesem Video. Ich habe mich sehr über die Zusammenarbeit gefreut. Wie gesagt, was Dupes betrifft, da könnt ihr sehr viel finden, was meiner Meinung nach genau so riecht und genauso gut ist und genauso lang hält, aber that's just my opinion. Wie gesagt, bekommt ihr 20% mit meinem Code auf eure Bestellung, also schaut auf jeden Fall mal vorbei und gebt den Code definitiv beim Bestellen an, sonst werdet ihr euch auf jeden Fall später ärgern, deswegen nicht vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über die Unterstützung freue ich mich immer sehr und auch über Kommentare natürlich, ich lese ja immer meine Kommentare und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt gerne und aktiviert die kleine Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!